Doch eines Tages ist es passiert. Der Buckelwal hat sich beim Schwimmen verirrt. Ihr Motorgebrüll ist ohrenbetäubend laut und schrill. Der Wal verliert den Richtungssinn. Die Ebbe? Sie zieht das Wasser vom Land. Und da liegt der Wal, gestrandet im Sand. Die Schnecke schreit: Schnell! Du musst sofort ins Wasser zurück! Das geht nicht. Ich kann nicht. Ich bin zu dick, stöhnt der riesige Wal voll Angst und Pein. Die Schnecke fühlt sich hilflos und klein. Ratte schritt zur Tat und fühlte sich ganz groß. Die Ente aber stieg aufs Pferd und galoppierte eilig los. Immer schneller lief das Pferd, setzte über Stock und Stein. Die mutige Ente rief lachend: Ich reite! Reite! Sie ritt und ritt und ritt, denn die vielen armen Tiere sollten nie mehr hungrig sein. Freunde? Hier! In Räuber Rattes Satteltaschen war genug zu essen. Jeder wurde richtig satt. Die Sorgen waren vergessen. Sie feierten ein großes Fest mit Glanz und Tanz und viel Gesang. Es wurde gelacht. Am Feuer wurden Geschichten erzählt und das bis tief in die Nacht. Jetzt muss sich niemand mehr fürchten. Auch nicht vor der Ratte, ihr werdet schon sehen. Und wie wird es Räuberratte in der Höhle jetzt gehen? Psst. Hey! Da kam das Mädchen wieder. Du
Boah, Schreck. Das sieht nicht gut aus. Willst du ein Pfefferminzbonbon? Dann geht dein Halsweh weg. Was für eine feine Idee, sagte Zock. Auf und davon er flog und roch nach Pfefferminze, wie er im Zickzack durch die Lüfte zog. Ein Jahr verrann und dann im dritten Jahr war Feuerspeien dran. Nein, nein, ihr sollt nicht Schnee, nein, Feuerspein. Ich hab's euch gezeigt. Nun übt es allein. Und wenn ihr groß seid, werdet ihr perfekt im Feuerspeien sein. Zock machte sich ans Üben.